Morgen. Ich habe hier gerade ein deftiges Problem. Dann ist gerade los und ich komme nicht mehr ins Badezimmer. Ich kriege die Waschmaschine nicht weg. Das geht gar nicht. Die rückt sich kein bisschen. Kommt jetzt zurück und macht sie da wieder frei. Ah, es ist doof. So geht ja nicht. Kann ja nicht so bleiben, bis er wiederkommt. Kommt ja auch erst spät wieder. Wie ist das denn passiert? Ich habe Pause eigentlich. Ich habe vergessen, meine Lasagne früher reinzumachen. Deswegen, ja, ist sie noch nicht fertig. Deswegen mache ich später Pause. Eigentlich. Beziehungsweise erst nebenbei. Also eine Pause mache ich jetzt und nachher esse ich meine Lasagne. Mir ist so kalt. Ich müsste eigentlich noch was drüber ziehen. Wo ich den Pullover anhabe, ist mir immer noch kalt. Egal. Montage sind ja insofern immer ganz schön doof. Man hat eigentlich eine Motivation und bla bla bla. Und dann Tag vorher, gestern zum Beispiel, also in dem Fall, war ich hochmotiviert, heute das zu machen. Ich werde auch noch was machen, so ist nicht. Aber es gibt einen Dämpfer. Einen richtig dicken, fetten Dämpfer. Wie sieht aus? Arbeitsmäßig heute eigentlich ein bisschen mehr zu tun habe als normalerweise montags. Wobei montags immer schon der vollgepackteste Tag ist, aber heute war nochmal so on top. Und dann spinnt das Programm noch rum und macht mich richtig aggressiv, aber egal. Ich habe nachher auch noch einen Arzttermin. Wer macht denn bitte montags einen Arzttermin? Nein. Die nächsten Male wird donnerstags. Da geht's zum Montag oder Donnerstag nachmittags, sonst ist es vormittags. Und das finde ich blöd. Dann müsste ich dahin tappeln, danach weiterarbeiten. Das mag ich nicht. Dann lieber nach dem Arbeiten, dann ist schön. So, also donnerstags. Punkt. Hier muss ich nachher zum Kontrolltermin zum HNO-Arzt oder zur HNO-Ärztin, das ist ja eine Frau, um 16.10 Uhr. Das gibt mir so einen richtigen Dämpfer. Erstens, weil es so spät ist. Zweitens, weil ich überhaupt keine Lust habe. Und dann denkt man die ganze Zeit darüber nach, das und das will ich machen. Ach ja, aber ich muss ja darauf achten, dass ich nachher loslaufe. Dann will ich noch nachher zum Tempelhofer Hafen, weil es ist gleich neben dem HNO-Ärztin-Gedingse, mehr oder weniger daneben, um für Daniel was zu holen, denn er möchte keinen Adventskalender haben dieses Jahr. Ich mache ihm da sonst die letzten 2 Jahre, glaube ich, habe ich es gemacht, genau. Waren es 2 oder 3? Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls habe ich ihm schon ein paar Mal Adventskalender gemacht. Und er möchte das nicht, weil es zu viel Essen ist. Also er meint selber, es ist für ihn super schwierig. Selbst wenn er für sich einen Adventskalender machen müsste, wüsste er nicht, was er reinpacken soll. Es sind zwar alles Sachen, die er mag, aber nicht so nonstop. Obwohl es viele verschiedene Sachen drin waren, aber es ist ihm zu viel. Gut. Dann hat er gesagt, okay, aber wie wär's denn mit so einem Kalender für die Adventssonntage? Und da wir ja jetzt schon erst am Wochenende den ersten Advent haben, musste ich mir so sagen. Das war das Klingeln für die Pause. Ja, ich habe ein bisschen früher mich hier gemeldet, weil ich 2 Minuten, mein Gott. Jetzt muss ich gucken, was ich ihm dann erhole. Am besten auch gleich schon für Nikolaus was holen. Und sein Geburtstag ist ja auch schon bald. Das heißt, ich muss dann auch nochmal nachher bei Amazon seine Wunschliste durchstöbern. Ein bisschen was habe ich schon. Was beim Black Friday Wochengeding sie gerade extrem im Angebot war mit 62% Rabatt. Nehme ich doch glatt, oder? Das habe ich also schon mal. Aber dann will ich das nachher mal gucken, was ich so finde. Genau. Das heißt, ich werde ein... Was? Das heißt, ich werde ein bisschen früher losgehen. Ich habe erst überlegt, dass ich das danach mache, wenn ich nach dem Arzt raus bin. Aber ich gehe ja meistens sowieso viel zu früh los und ich gehe dann wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde früher los als normalerweise. Also ich würde um 15 losgehen, wenn ich um 16 Uhr oder 16.10 Uhr den Termin habe. Jetzt werde ich um 14.30 Uhr losgehen, gehe dann zum Hafen rein und dann zum Gedingsi. Ich meine, ich habe mein Kind dabei, das heißt, das Warten ist dann in dem Moment nicht so das Problem, weil ich ja lesen kann. Aber ich hasse es ja zu spät zu kommen. Ne? Ich hasse es so sehr zu spät zu kommen. Deswegen gehe ich immer so viel früher los. Und dann mache ich das vorher und kann mich hinterher ganz entspannt nach Hause begeben und muss nicht nochmal irgendwo anders hin. Und vielleicht bin ich auch Glück, dass es um die Zeit, wenn ich dann dahin gehe, noch nicht ganz so voll ist. Jawohl. Und kann mich dann mit einem Leselivestream belohnen, den ich mir anschauen werde. Gestern habe ich übrigens 2 geguckt, weil, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ist sie nicht auch Saskia? Bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls habe ich dann von der einen, die am
Samstag eine Leseleistung gemacht habe, wo ich ja nicht gucken konnte, live in den Farbe. Den habe ich mir Sonntag angeguckt und dann nochmal einen von Theresa und Lexi angeguckt. Genau. Den nicht ganz bis zu Ende, weil dann kam Daniel nach Hause und ich habe es ausgemacht, aber es waren nur 20 Minuten oder so. Das geht schon. Und ja, ich habe gestern mein Buch ausgelesen. Ja, ich habe es geschafft. Und lese jetzt wieder weiter in dem Buch. Und gleich natürlich auch noch in meinem E-Book Winter Weihnachtsherzen, Weihnachtszauber im Herzen. So, genau. Habe ich vor dem Frühstück schon gemacht, werde ich gleich beim na gut, beim Mittagessen wird es jetzt schwierig werden, wenn dann meine Pause vorbei ist. Ah, ich verpeile es aber auch immer, ne, dass ich das schon vorher in den Ofen schieben muss, weil so eine Sache Pizza und Lasagne, heute gibt es Spinat-Lasagne, die vergesse ich immer früh genug in den Ofen zu schieben. Das mache ich immer erst, wenn die Pause da ist, so kurz davor oder sowas. Es muss doch fertig sein, wenn ich Pause habe und nicht dann reinschieben. Ist egal. Ja, so ist das. Genauso wollte ich mir eigentlich Ofengemüse machen für die Woche. Das Einzige, was ich gekauft habe für das Ofengemüse, ist eine Zucchini. Das Einzige Gute ist noch, ich habe noch eine so eine Ofenkartoffel mit Quark, Sauercreme, was auch immer. Das heißt, da könnte ich die Zucchini und Kartoffeln in den Ofen pappen und dann das würde funktionieren, aber halt mir auch nicht. Aber die, das wollte ich ja zusätzlich essen. Ich hoffe, ich habe genug zu essen für diese Woche. Ob ich am Donnerstag im Büro bin, weiß ich noch nicht. Muss ich dann gucken. Schauen wir mal. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil es ist eiskalt. Und im Büro ist noch kälter. Und ich friere hier schon. Egal. Mal sehen. So, soviel zum Montag. Soviel zum Tagesablauf. Draußen ist immer noch alles schön weiß. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange bleiben. Mal gucken. Wird ja ganz wohl wieder wärmer werden. Aber ich meine, das ist der erste Schnee. Normalerweise schneit es beim ersten Schnee nur so ein bisschen, so kleine oder auch kleine oder große Fusseln, aber es bleibt selten liegen. Und das ist jetzt schon das Tüpfelchen auf dem I, dass es liegen geblieben ist und es 3 Tage in Folge geschneit hat. Ja. Für den ersten Schnee. Genau. So viel denn dazu. Ich werde jetzt ein bisschen lesen. Das kann ich ja, wenn ich gleich meine Lasagne esse, nicht machen, weil ich muss ja nebenbei noch wieder was machen. Ich hoffe, das Programm spielt mit. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Achso. Hä, hat die nicht heute einen Leittag? Oh nee, ey, warum tragt ihr euch so ein, dass... Das heißt, es sind halt eine Person mehr und ich habe eine Person weniger gemeldet. Egal, aber sowas regt mich ein bisschen auf. Eigentlich wäre sie heute gar nicht da. Verwirrend. Egal. Ich lese jetzt. Klitzekleine Planänderung. Ich werde nicht früher losgehen. Ich werde nicht irgendwo shoppen gehen. Das werde ich am Mittwoch wahrscheinlich dann machen. Weil, nö. Nö. Das reicht, wenn ich dahin tappeln muss. Das reicht. Das ist heute nicht mein Tag. Ich komme gefühlt gar nicht aus dem Tee. Also wirklich gar nicht aus dem Tee. Das ist einfach alles so. Ich habe auch gerade eben noch ein bisschen geschlafen. Das heißt, ich müsste jetzt sofort los. Also ich habe gerade noch so ein Stündchen geschlafen. Und müsste jetzt, wie gesagt, sofort los. Nee. Also gehe ich wie geplant um 15 Uhr los. Gehe da nur zu diesem Arztgedingsi. Hoffe, dass es schnell geht und dass ich dann schnell wieder zurück bin. Und dann mal gucken. Oh, heute ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es gerade im grauen Wetter liegt, aber eigentlich, ja, wahrscheinlich mit auch. Aber es ist Winter, da ist immer grau. Aber irgendwie ist heute so ein Matschtag, so ein Wehrtag, so ein, ich habe keinen Lusttag. Ja. Aber gut, ein bisschen was machen muss ich nachher noch. Das ist Fakt. Die Wäsche stapelt sich zum Beispiel schon wieder. Ich habe gerade noch ein bisschen Lektorat gemacht, weil, ja, so ein bisschen was kam zurück. Ich muss das Video noch schnibbeln, ich wollte eigentlich Videos drehen. Aber weiß ich nicht, ob ich heute Videos drehe, ob ich es morgen mache. Wahrscheinlich dann auch eher morgen. Habe ich den Nachmittag einfach Zeit dafür und nicht irgendwie so, ich muss noch dahin, ich muss die Uhr gucken. Und sowas hasse ich einfach. Und wenn, dann muss es halt direkt anschließend an die Arbeit sein, dass ich den Arbeiten
Feierabend, los. Das ist dann okay, aber nicht Feierabend, warten, los. Das ist so wie das. Nee. Nee. Also dann lieber donnerstags. Ja. So ist halt. Was sind das wirklich Donnerstage, die ich da habe? Jetzt muss ich da mal auf den Kalender gucken. Hab das wirklich. Ich hab gerade mal geguckt, wann ich meinen Zahnarzttermin habe. Nicht, dass ich da am gleichen Tag das mache. Ich weiß ja nicht mal, in welchem Monat ich wieder hin muss. Das ist ja auch irgendwie variabel. Das sind Mittwoch und Donnerstag. An einem Mittwoch? Okay, egal. Sonst war immer donnerstags. Aber gut, es ist Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch und Donnerstag. Gut. Also ist nur der 23., wo ich dann nicht kann. Auch schön. Den kann ich mir, glaube ich, merken. Den 8. hätte ich mir auch merken können. Aber den 23. kann ich mir, glaube ich, merken. Ob das so eine gute Idee ist, einen 23. zu einem Zahnarzttermin zu gehen? Egal. Ist ja nur Kontrolle. Das wäre so mein erster Kontrolltermin, seit ich Kind bin. Seit der Zahnarzt in den Kindergarten, in die Schule kam, in die Grundschule kam. Danach habe ich nie wieder Kontrolltermine gehabt, glaube ich. Und da kam der Zahnarzt immer in die Schule. Da mussten wir alle. Mhm. Alle zur gleichen Zeit. Aha. Juh. So ist dem. Naja, gut. Ich bin so müde. Ich bin heute so extrem müde. Ich weiß nicht mehr warum. Ich bin später schlafen gegangen oder sonst was. Ich habe auch nicht schlecht geschlafen. Und ich bin nicht wie geredet. Ich fühle mich wie ausgelutscht. Ausgelutscht wie hingespuckt. Egal, es wird schon. Ich kann gleich durch den Schnee stapfen. Das ist so ein Stapfen. Nein. So hoch ist der Schnee ja nicht. Aber es ist zumindest noch verschneit. Ich werde vielleicht noch ein paar Aufnahmen von draußen machen. Damit ihr seht, was ich meine. Ich hoffe, es wird schön. Zumindest der eine Weg da lang. Das müsste eigentlich noch gehen. Dann müsste vielleicht doch durch den Schnee stapfen. Weil das ist ja kein offizieller Weg, wo ich da lang laufe. Wir werden sehen. Okay. Ich traue mich jetzt auch nicht, was zu lesen, weil ich muss ja gleich los. Und ach, ich hasse sowas. Das ist echt nicht meins, so darauf zu warten, dass man losgehen kann. Deswegen gehe ich auch lieber früher los, dann lieber da warten. Ich hasse ja warten generell, aber dann lieber da warten und lesen, als zu Hause warten und immer auf die Uhr gucken, wann muss ich los. Bah. Oh Gott. Ja, so halt. Ne? Und wenn ich nach Hause komme, gibt es erstmal Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee. Dringend. Sehr. Aber erst nachher. Viel zu spät. Okay, nicht genug gejammert. Ich warte darauf, dass ich losgehen kann. Und dann gehe ich los. Und dann bin ich hoffentlich wieder zurück. Endlich wieder zu Hause. Wir sind beide Bahnen hin und zurück von der Nase weggefahren. Am ersten waren wir 4 Minuten. Ich so, okay, dann kann ich ein bisschen lesen. Also, ich könnte schon einsteigen. Stand ja schon da. Und konnte dann lesen. Und zurück dann auch. Dann 1 Minute. Ich so, 1 Minute geht ja noch. Der Zug, der vorherige Zug ist ja noch am nächsten Mal noch stehen geblieben. Ewige Zeit, dass der zweimal durchsagen musste. Da ist er besetzt, wir können ja nicht weiterfahren. Bitte um Geduld. Ach. Furchtbar. Gut. Und meinen nächsten Termin habe ich erst im März. Auch schön. Schlecht nur eintragen. Beziehungsweise ich habe einen Zettel bekommen. Den werde ich dann gleich wieder mein altes Buch kleben, was ja voll ist, aber da sind die Termine fürs nächste Jahr schon drin. Also habe ich da auf der einen Seite drauf geklebt einfach. Genau. Von daher werde ich es dann wieder zukleben und dann habe ich da sämtliche Termine, die ich dann fürs nächste Jahr übertragen muss. Apropos Kalender nächstes Jahr. Ich habe wieder einen ganz einfachen für 3. Ich hätte auch auf Arbeit einnehmen können, aber da war ich zu spät dran, beziehungsweise habe zu spät überlegt, was ich denn da vielleicht einnehmen, um die ganzen Einnahmen, Ausgaben und so einzutragen. Ist zwar jetzt auch wieder ein Tag, eine Seite, was ich nicht haben wollte, aber nun gut. Dann ist es so. Weil das andere hätte mir eigentlich gereicht. Aber gut, der hat auch nur 6 Euro gekostet. Von daher ist okay. Geh neulich. So. Jetzt werde ich den Blog fertig schnibbeln. Und dann nichts mehr machen. Also Wäsche sortieren nachher noch. Duschen muss ich nachher noch. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee.
Wenn ich mir jetzt redlich verdiene, würde ich sagen. Oh. Daniel kommt heute auch später, weil er ins Lager muss. Der friert auf Arbeit. Die haben nur 18 Grad eingestellt. Ich habe schon gesagt, wenn ich wirklich am Donnerstag ins Büro muss und es ist eiskalt. Oder überhaupt irgendein Tag ins Büro muss und das ist wirklich so 19 Grad, dann. Nee. Dann möchte ich da nicht frieren, weil man sitzt hier die ganze Zeit. Ich meine, klar, man wirkt sich immer auf Toilette muss, wenn man auch in ein anderes Büro muss, was immer ja kaum der Fall ist, weil ist ja kaum jemand da. Das ist zu kalt. Wie dick soll ich mich anziehen? Wie Michelin-Männchen? Also mir ist es echt zu kalt. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich bin eine Frostbeule, durch und durch. Da hilft nichts. Oh, hüpfst doch nicht hier rum. So. Gut, Kaffee müsste jetzt durchgelaufen sein. Ich mache mir heute, glaube ich, ein bisschen Zimtsirup rein. Ja. Ich hätte jetzt überlegt, Pumpkin Spice. Ich dachte, oh, Zimt wäre aber auch nicht schlecht. Also dann mache ich mir jetzt ein bisschen Zimtsirup rein, habe ich beschlossen. Genau. Ich habe soeben Daniels Geburtstag und Weihnachtsgeschenke gekauft. Ja. Muss ich halt nur noch die Adventsgeschenke und Nikolaus. Das fehlt jetzt noch, aber das sind ja eh nur Kleinigkeiten. Das ist nicht das Problem. Was mache ich hier eigentlich? Ja, ja, quatschen und hier rumwerkeln, das ist keine gute Idee. Egal, so, ja, habe ich das auch schon mal erledigt. Und eins dieser liegt ja schon draußen. Oder im Locker. Hole ich den morgen ab. Ich glaube, das andere kommt auch morgen. Nee, das andere kommt, glaube ich, Mittwoch. Ja, mit, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Und ich habe auch noch was für mich bestellt, was auch die Woche. Oh, ich habe so viel bestellt gerade. Jupp. Egal. Macht ja nichts. Passiert halt mal. Und die Geschenke für alle anderen muss ich auch noch bestellen. Da muss ich auch mit Daniel absprechen, weil das machen wir ja gemeinsam. Ist ja nicht nur von mir. Zumindest in dem Fall schon für Weihnachten. Es ist alles nicht so. Easy peasy. Und wir kriegen was schon hin. Mhm. Genau. So. Ist ja das Thumbnail fertig machen oder in die Dusche springen, was essen. Ich habe Hunger. Ich habe heute nicht viel gegessen. Ich habe meine Lasagne nicht für die aufgegessen, aber für diese kleine Salagne. Schon wieder. Kennt ihr das? Das ist noch jemand das Problem. Egal. Ich habe es nicht geschafft, weil heute, wenn es nicht gut geht. Auch wenn es nur so einfach so bäh ist und man es gar nicht genau bestimmen kann, hat man einfach keinen Hunger. Also ich jedenfalls nicht. Ja, aber jetzt habe ich Hunger. Jetzt geht es mir auch wesentlich besser. Von daher freue ich mich auf mein Abendbrot. Jawohl.